Willkommen zurück zu Dream Light Valley von Disney in Zusammenarbeit mit Gameloft. Ein Wald ist voller Geheimnisse und Leben. Vom schnellen, ruhigen Leben der Waschbären auf dem Waldboden über das eifrige Flattern der Vögel durch die Bäume bis hin zu Eulen und Wildkatzen, die lautlos durch die Dunkelheit gleiten. Sowas findet man dann, wenn man Zeit totschlägt, um euch beispielsweise zu ersparen, wie ich auf die Möhren warte. Weil, ja, die Möhren brauchen halt ihre Zeit und dann dachte ich mir, gut, dann komm, gehst du mal durch die Gegend und ich dachte eigentlich, ich sammle Knoblauch ein, aber nee, irgendwie war es dann doch kein Knoblauch. Das war dann halt ein Pergamentpapier, das auf dem Boden lag, was ich anscheinend übersehen habe. Und da ich halt nicht möchte, dass ihr das irgendwie verpasst, ja, ist das halt jetzt gestartet. Punkt. Genau, so ein Knoblauch war daneben. Und daneben war dann halt auch noch gleich das Pergament. Und dann habe ich das automatisch auch hochgenommen. Wäre mir das mal früh aufgefallen, ne? Aber okay, so kann man eigentlich auch die Folge beginnen. Ist ja eigentlich auch nicht schlimm. So. Ja, wir brauchen noch Oregano, wir brauchen noch andere Sachen, aber was wir auch brauchen, ist erstmal hier einen voll ausgebauten Laden. Den bauen wir jetzt erstmal hier aus. Denn damit bekommen wir Zwiebeln. Oh yeah, Zwiebeln. Können wir auch Zwiebeln anbauen, ist doch auch schön. Würde mal interessieren, was kosten die Zwiebeln? Schön, dich zu sehen. 50. Ich möchte nicht wissen, wie lange die brauchen, um zu wachsen. Oh, schön. Cool. Ah, nehmen wir 15 Stück mit. Ich denke mal, die kann man dann gut verkaufen. Aber schön zu sehen, jetzt haben wir da auch die Zwiebeln und eigentlich müsste das doch... Ich habe doch den Stand da komplett ausgearbeitet, oder nicht? Dorf? Repariere 5 Stände. Repariere Häuser. Bessere dein Haus. Reicht nicht ganz. So, da haben wir das Oregano. Und dann hoffe ich, dass jetzt die Möhrchen auch bald fertig sind. Nee, leider noch nicht. Aber was hier fertig ist, ist unsere nächste Geldquelle. Und deswegen sammle ich das mal ein. Weil es intelligenter gewesen wäre, das Ganze mit Mickey einzusammeln. Aber okay. Oh, das nächste. Das ist aus Toy Story sogar. Von wegen. Das ist, ne? Oh Mann, bin ich doof. So, aber jetzt können wir hier die Zwiebeln pflanzen. Und das finde ich gut. Denn ich denke mal, wenn die 50 kosten. 50, dann können wir die mindestens für 75 verkaufen, wenn nicht sogar mehr. Vielleicht sogar 150. Vielleicht bringen sogar das Dreifache. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja noch erfahren. Ah, platztechnisch sieht es schon ein bisschen enger aus, aber okay. So. Dann einmal gießen. Die Möhren da hinten könnten echt mal fertig werden, ne? Nur so nebenbei angemerkt. Unten wächst auch noch. Wir haben doch noch, glaube ich, Möhren am Strand, ne? Ich hätte doch Möhren, glaube ich, am Strand gepflanzt. Holly können wir auch noch ausbauen, aber erstmal ganz kurz hier verkaufen. Hallöchen. Nämlich, wo haben wir es, wo haben wir es? Da. Na gut, so viel bringt es jetzt auch nicht, aber jedenfalls etwas kommt, ne? Ich glaube, man hätte 19 dafür bezahlt oder so. Und das ist ja fast das Vierfache, Fünffache. Fünffache, glaube ich, ne? Ja. Oh, hier haben wir Möhren.
Danke, 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 danke. Danke, liebes Körn, dass du dich daran erinnert hast. Das ist umso besser. Schön. Schön, schön, schön. Bring Remy die Zutaten, die er braucht. Und Remy ist bei sich zu Hause und nicht in seinem Restaurant. Ganz wichtig. Ach, Remy, das geht doch so nicht. Das sieht doch nicht schön aus vor deinem Haus, ne? Wir haben alles, was wir zur Eröffnung brauchen. Gehen wir zur Vorderseite des Restaurants und packen wir es an. Wir sind ein gutes Team. So weit muss ich ja nicht laufen. Bonjour. Okay, wir öffnen das Restaurant. Ich bin bereit. Moment, ich muss meine Checkliste nochmal durchgehen. Hä? Warte, haben wir Salz? Habe ich vergessen, Salz zu besorgen? Ohne Salz können wir das Restaurant... kein Restaurant eröffnen. Tief durchatmen, Remy. Atmen? Genau. Atmen ist sehr wichtig. Okay. Ach, und sieh nur. Da ist das Salz. Okay, ich schaffe das. Los geht's. Das Restaurant Chez Remy ist jetzt eröffnet. Lass uns hineingehen. Wir sind ein gutes Team. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Sieh mal, Truppe. Tische, Stühle, Essen. Wir haben ein Restaurant eröffnet. Ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe, aber es ist immer noch etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Kunden zu bekommen. Sehr schön. Bonjour. Ich habe etwas für dich. Mal gucken, habe ich irgendwas? Chilischote... köstliches Gemüse. Nope, habe ich nicht. Hast du kochen gelernt? Ah, hast du je von Augusto, gehört? Ja, natürlich hast du das. Er war vielleicht der beste Koch aller Zeiten. Ich habe so viel von ihm gelernt. Über gutes Essen, Genuss und Mut. Alles zu genießen. Ja, er pflegte zu sagen, um dich herum entsteht Grandioses. Man muss es nur wahrnehmen und dann genießen. Daher versuche ich immer, innezuhalten und alles zu genießen. Danke. Hey, du bist es. Ich habe etwas für dich. Ich versuche es jetzt einfach mit einem irgendwie simplen Geschenk. Ah, es reicht nicht. Schade. Für mich, wow, danke. Bonjour. Hoffentlich sehen wir uns bald. Da kann ich jetzt nur Sachen kaufen. Da könnte ich Sachen kochen. Was wollte er jetzt haben? Gemüse? Irgendwas mit Gemüse. Irgendwas mit Gemüse. Er wollte irgendeine Gemüseplatte haben. Was, gegrilltes Gemüse? Ich hoffe einfach mal, das war gegrilltes Gemüse. Wenn Remy verärgert aussieht, bist du dabei, ein fades Gericht zuzubereiten. Wenn Remy glücklich aussieht, bist du dabei, ein köstliches Gericht zuzubereiten. Na toll. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Einmal zurück, danke. Rohkost. Nee, das war es nicht, was ich haben wollte. Eine Tomatensuppe. Einfach einen Salat. Das ist einfach nur ein Salat.
Einfach nur Mais. Gegrilltes Gemüse, danke. Das ist das, was ich gesucht hatte. Remy, wo bist du? Du warst hier in der Ecke, ne? Ich sagte schon, Gusteau, jeder kann kochen. Es hilft natürlich, wenn ich dein Lehrer bin. Hallo! Ich habe etwas für dich. Yes! Für mich, wow, danke. Ja! Okay, aber was mache ich mit ihm jetzt? Angeln, Gartenarbeit, sammeln, graben. Gartenarbeit, komm. So, aber wir müssen Remy auf Stufe 3 bringen, 4 bringen. Was müssen wir denn haben? Level 4. Und das mit Gartenarbeit. Na ja, moin. Ursula 4, 4, 8, 2, 10, 6, Maui. Und hier nur noch die sonnige Ebene. Okay. Reparatur des Bootes. Hier die Schriftrolle. Finde Dagobert Schlüssel auf der Lichtung. Okay, also wir sollen Dagoberts auf der Lichtung finden. Darüber hinaus hatten wir ja noch diese Erinnerung. Sammlung, genau. Ja. Okay, das eine könnte am Strand sein, das andere könnte in einem Haus mit Büchern sein. Es gibt zwei. Das könnte, da sind schwebende Inseln. Muss da irgendwo sein. Die Märchen sind fertig. Nein, das mache ich dann mit Remy. Nein, 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 nein. Das mache ich mit Remy. Was willst du haben eigentlich, Merlin? Eine Traumscherbe kann ich dir geben. Schön. Merlin auf Stufe 5. Danke, mein Freund. Einen angenehmen Morgen. Okay. Dann haben wir das erledigt. So. Gehen wir mal bei Merlin ins Haus und gucken wir mal, was wir da finden. Würde ja eigentlich rein theoretisch ob. Ja, es passt. Okay. Und hier muss jetzt irgendwas sein. Da. Die Schatzsuche. Okay. Ein Hinweis. Dir einen angenehmen Morgen. Der andere Hinweis könnte auf der Lichtung sein, wie das andere auch. Ich vermute mal, es ist hier irgendwo auf der Lichtung. Würde ja hier Sinn machen. Jetzt die Frage, muss ich den Hinweis angeln? Muss ich ihn ergraben? Natürlich genau ins falsche Loch. Vielleicht brauche ich auch gar nicht das Goldene. Vielleicht aber doch. Dir einen angenehmen Morgen. Merlin, du machst beim Sammeln Sinn, aber nicht beim Angeln. Da haben wir den Schlüssel. Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also aber niemals auf. Das ist nicht der Hinweis, den ich suchen würde. Also ist der Hinweis vergraben. Aber meine Ausdauer ist leer. Das ist der Hinweis und der nimmt mir auch keinen Platz weg. Nein, gut. Ich muss jetzt mal ganz kurz auch zurück. Tut mir leid, aber ich muss jetzt einfach zurück und muss erstmal mein Inventar wieder leeren. Nein, ich muss sogar noch gießen. Ah, verdammt, das wird echt mehr. Ja, das ist halt alles Geld, ne? Kann man auch nicht vergessen. Gieße vertrocknetes Gemüse.
So. Wunderbar. Na komm. So, jetzt alles mal zum Haus bringen. Den Apfel sammle ich auch noch ein. Komm, der musste sein. Was habe ich jetzt hier? Was könnte ich jetzt hier lagern? Ich könnte jetzt hier lagern. Nee. Nein. Nimm eher die Ziegelsteine. Die stören mich ein bisschen mehr. Bald habe ich auch das Eisen voll. Das ist auch gut. Ansonsten, glaube ich, ist da keiner, den ich rüberpacken kann. So, hier können jetzt wieder die Himbeeren hin. Der Knoblauch kann rüber. Der Apfel kann rüber. Dann packe ich die Karotte rüber, die kann ich eh nochmal sammeln. Pilze, Weizen. Weizen hätte sogar nochmal mehr Sinn gemacht, ne? Ah, hier kann ich jeweils auch reinpacken. Passt auch. So, hier dann noch die Pilze dazu, den Hering dazu. Andere sind Sachen zum Essen. Ja, das passt. Okay. Also dann jetzt. Müsste das hier vielleicht irgendwo am Strand sein. Wisst ihr jetzt leider nicht genau wo. Ich habe den Strand gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo jetzt hier irgendwo so ein Wasserfall oder sowas wäre. Wir gucken uns nochmal die Erinnerung an. Aus wie ein Wasserfall. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Wasser runterkommt. Ist hier irgendwas, wo Wasser runterfließen würde? Weil, gut, es könnte auch. Könnte auch der Himmel gewesen sein. Kann auch der Himmel sein. Nee, kann es nicht, weil da dann Steine in der Luft schweben würden. Ah. Gut, außer man betrachtet das vielleicht von so einer Seite aus, ne? Wo könnte das sein? Das ist schon mal eine Garnele. Das finde ich auch schon mal gut. Oh, hallo Wally. Hering? Warum zur Hölle fange ich nur einen Hering? Irgendwo sein, wo ein Stein in der Luft schwebt.
Doch, das könnte hier sein. Ich sag mir nicht, ich habe Vajanas Haus da drauf platziert. Ah, das sind immer diese. Das sind immer diese ganz doofen Sachen, die es dann halt gibt, die dann dafür sorgen, dass man sich hier gegebenenfalls mal ärgert. Ein bisschen wegzoomen. Und platzieren wir es da. Würde ja jetzt so rein theoretisch passen, aber müsste es aus einem anderen Blickwinkel wahrscheinlich sehen. Ne, das ist Mauis Haus. Geht nicht. Wahrscheinlich aus dem Blickwinkel hier. Toll, hätte ich das Haus gar nicht umplatzieren müssen wahrscheinlich. Wetten, 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 wetten. Oder doch? Okay, wir müssen jetzt hier mal gucken. Ob wir hier irgendwo was Vergrabenes finden. Toll, da habe ich das andere gefunden, was ich gar nicht haben wollte jetzt gerade aktuell. Also ich will es schon haben, aber es war jetzt gerade nicht das aktuelle Ziel. Das würde doch passen, oder nicht? Oh, ist das nervig. Warum ist er denn jetzt nach unten gegangen? Irgendwie nicht. Wie ist das? Oder ist es bei Vajana auf der Insel? Wo ist diese Stelle? Das ist großartig. Ich lerne hier so viele neue Freunde kennen. Wartet mal, hier schwebt auch nochmal eine Insel. Passt auch nicht. Hier ist nichts Blaues. Muss doch irgendwo. Schwebt in der Luft. Na, da würde die Insel wieder passen, dass sie schwebt, aber es ist vom falschen Winkel her. Können wir hier irgendwo was graben? Nee. Da ist der schwebende Baum. Ich grab jetzt hier alles um, was ich irgendwo finden kann. Aber ich finde hier nichts. Aha. Schön. Vielleicht gucke ich auf der falschen Seite. Vielleicht muss ich den anderen Weg runter. Hey, ein sonniger Tag. Den gibt's. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ansonsten keine Ahnung.
Hier ist noch was zum Graben. Nö, auch nicht. Muss ja eigentlich auf der linken Seite sein. Es muss ja eigentlich so rum sein. Das passt hier ja gar nicht. Oder ist das Bild... Ist das Bild gespiegelt vielleicht? Ja, Goofy, mit dir muss ich auch reden, richtig. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Schön, dich zu sehen. Du suchst nach einem Aal, bist du sicher? Die sind so glitschig. Ha, nun, du brauchst Würmer und eine Reuse. Ich finde immer viele Würmer, die sich durch die Wiese und im Teich wühlen. Du musst sie nur ausgraben, dann eine Reuse aus Holz herstellen und zum Wasser gehen, um deinen Falle auszustellen. Sie wird viele Aale anlocken. Für was auch immer du sie brauchst. Oh, der beste Platz, um die Reuse aufzustellen, ist beim Kai am Strand. Viel Erfolg. Meinetwegen. Gut, ich schau mal, wo ich irgendwie diesen Punkt finde, um, ja, das letzte Versteck zu finden, die letzte Erinnerung. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.